unser wahrhaftiges Divine Design zu feiern. Das heißt, einfach mal zu erkennen, wie die Grenzenlosigkeit dieses Universums auf energetische Art und Weise in uns wohnt und nur darauf wartet, dass wir es erkennen und diese Energie nutzen für uns. Es ist eine Energie, die da ist, unendlich. Es gibt keine Knappheit, keine Ressourcenknappheit. Es ist von nichts zu wenig da. Das ist nur in unserem Kopf, in unserem Denken. Legen wir uns Bedingungen und Schranken auf, die uns eine energetische Knappheit suggerieren. Aber das ist nicht so. Solange du lebst, solange du da bist, solange du hier auf diesem Erdboden lebst, hast du unendlich viel Energie zur Verfügung. Solange du atmest, solange du lebst, solange du weißt, Bewusstsein kreierst und generierst, ist kein Mangel da. Es ist kein Mangel da. Du kannst alles haben. Nur unsere Psyche und unsere Körper, die sind von dieser Welt. Von dieser Welt, wo wir glauben, dass hier Beschränkungen bestehen. Und diesen Transit herzustellen, wer wir sind in dieser Welt, in unserem Körper, mit unserem Manifest, und gleichzeitig als Quelle uns zu verstehen von all dem, was wir sind. Wir sind die Quelle. Es gibt keine andere Quelle. Gibt es irgendeine andere Macht in einem Universum, die immer wieder da ist, wenn es darum geht, wer du bist und was du willst und was du tust? Ist da nicht immer eine Person immer anwesend? Ja, logisch, du. Du, weil du die Quelle bist, du bringst alles zusammen, in dir kommt alles zusammen, aus dir entsteht alles, aus dir zeigt sich alles. Und es ist so wichtig, dass wir Wege finden für unsere Psyche. Es ist ein psychologisches Spiel, dass die Psyche erkennt, was die Seele als energetisches Konstrukt, als energetische Sammlung von unendlichen, unbeschränkten Ansichten und Möglichkeiten. Und das machen wir in Wien, das bringen wir in unseren Körper, das bringen wir in unsere Verkörperung, dass unsere Psyche, unser Denken erkennt, dass es belogen worden ist, dass wir einfach belogen worden sind, dass in Wahrheit keine Grenzen da sind. Es gibt keine Einschränkungen. Es gibt es nicht in Wahrheit. Energie ist grenzenlos. Punkt. Wir sind energetische Wesen, also sind wir auch grenzenlos machtvoll. Wir sind grenzenlos machtvoll. Und diese Entmachtung, die findet durch unseren Kopf statt, weil wir in Bedingungen und Rückschlüssen und Umzus denken, obwohl der Weg direkt frei ist. Durch mein Sein, durch das, was ich sage, was ich bin. Es steht in allen Schriften, es steht in der Metaphysik, es wird in der Quantenphysik erklärt. Nur, meine Psyche braucht einen Weg, dass sie es versteht. Einen Weg, der absolut klar ist, wahr ist. Absolut wahr, absolut. Wo diese Absolutität meines Seins nicht mehr in Frage gestellt wird. Und das ist nur für die Psyche. Das macht keinen Unterschied, weil es ist ja alles da. Es ist alles schon richtig, es ist alles schon korrekt, es ist alles schon perfekt. Nur solange die Psyche das nicht verstanden hat und kann sie nicht danach leben und kann diese Perfektion nicht ausleben, nicht verkörpern. Und dazu sind wir hier. Das ist unser einziger Lebenssinn und einziger Lebenszweck, zu erkennen, wer wir sind und wie wir wirken. Einfach nur, weil wir so sind, wie wir sind. Ohne Berechtigung, ohne nichts. Einfach nur grundlos. Wir haben keinen Grund. Wir brauchen keinen Grund. Unsere Existenz alleine ist schon Erlaubnisgeber für alle Seinszustände, für jedes Bewusstsein, für jede Möglichkeit, für jede Manifestation und für jede Schöpfung. Und wenn du da boostermäßig einsteigen willst und dich wirklich erfahren möchtest mit Körper, Manifest, Geist, Denken
Und Seele, das heißt das Divine Design Denken. Das alles heißt es nämlich in Einklang zu bringen. Das sind nicht drei verschiedene Sachen an drei verschiedenen Orten. Das ist eine Sache an einem Ort zu jeder Zeit. Und zwar du. Du. Und ob du es weißt oder nicht, ist für die Energie völlig egal. Nur, dass du bewusst mit dieser Energie dir selber und anderen Menschen ein geiles Leben, ein geiles Universum erschaffen kannst, das setzt voraus, dass du das erkennst. Und wir haben alle diesen Wunsch, wir haben alle dieses Bedürfnis, dass es anderen Menschen gut geht, dass andere Menschen glücklich sind, dass andere Menschen zufrieden sind, dass andere Menschen ihre Wünsche erfüllt bekommen. Und fast noch mehr als das, was wir uns das zugestehen. Und das ist das allergrößte Problem, weil wir sind eins. In meiner Vorstellung gibt es nur eine Vorstellung und das ist meine Vorstellung. Und die Vorstellung, die ich von dir habe, die habe ich auch von mir. Und die Vorstellung, die ich von mir habe, habe ich auch von dir. So, und da liegt meine Macht in meiner Vorstellungskraft. Und da gehen wir so, so, so tief rein, eben mit unserem manifestierten Körper in die Verkörperung, mit unserem Geist, mit unserem Denken, den wir vereinen, mit dem Divine Design Denken. Und dann erkennen wir diese unfassliche Kraft. Und gleichzeitig erkennen wie wir mit dieser gleichen unfasslichen Kraft Dinge erschaffen und manifestiert haben, Situationen, Seinszustände, die uns eben nicht gefallen. Es ist einfach eine Frage des Geschmacks. Und du darfst das manifestieren, was dir schmeckt, was dir gefällt, was dir entspricht. Aber dazu musst du natürlich erst hinter dieses ganze Prinzip schauen. Dieses Prinzip, dass du das Manifest hier schon bist. Es ist alles schon getan. Es fehlt nichts. Es ist alles hier, nur du lebst eine Trennung. Du lebst in Trennung von dem, was du dir wünschst. Das ist das einzige Problem. Und diese Trennung kann ich nur durch meine Denkweise, durch meine Ansichten, durch meine Psyche, durch meinen Verstand, durch das, was in meinem Kopf vorgeht, zusammengefasst, verändern. Weil das, was in meinem Kopf vorgeht. Das ist das dominante energetische Feld, wenn du das so nennen willst, das entsteht. Und dieses energetische Feld beinhaltet halt energetische, aus der Energie manifestierte Seinszustände, Sachen, Menschen, Situationen, Reisen, Autos, Häuser, Körper, gesund oder krank. Das ist alles da drin. Aber du bist dieses Feld, du bist dieser Raum, du bist diese Energie. Du bist es nun mal, da ist nichts außerhalb. Da kommt nichts von außen rein. Da ist keine Osmose, außer du holst es. Du kannst dich mit allem verbinden, was es nur gibt und du kannst alles reinholen. Das ist überhaupt kein Thema, aber keiner zwingt dich dazu. Aber das musst du verstehen, was du reinholst und wieso du das unterbewusst, also nicht absichtlich. Unterbewusst heißt ja nur nicht absichtlich. Du hast nicht eine Absicht dahinter gesetzt. Aber ohne Absicht hast du dich aber mal entschieden. Ohne Absicht. Du hast dich entschieden aus gewissen Gründen. Du hast dich entschieden, weil du dachtest das. Du hast dich dafür entschieden, um dich zu schützen, um dir zu zeigen, dass du gut genug bist, um anderen zu beweisen, dass du gut genug bist. Deswegen hast du es gemacht. Du hast es gemacht, aber ohne Absicht sozusagen, dass das geschieht, was danach geschieht. Und die Absicht ist so wichtig. Du brauchst nur eine Absicht, du brauchst gar keinen du brauchst nur einen, wie du es haben willst. Und ihr könnt 100 Tage darüber reden und das Wichtige ist, dass es für dich ankommt, dass du für dich selber das verstehst, dass dir das sowas von sonnenklar ist, dieses Prinzip unserer Schöpfung, der Manifestation, dessen, was wir sind, wie alles existiert aus uns heraus, wir als Quelle uns erfahren dürfen, in der absoluten Perfektion und Erfüllung. Das braucht
Das muss in den Verstand reinsickern. Das braucht für jeden alleine seine individuelle Vorstellungskraft, seine individuelle Erklärung, dass es auf deinem Verständnisboden quasi fällt und reift. Deswegen ist es so wichtig, dass sich immer wieder anzuhören, diese gleiche Wahrheit auf verschiedene Arten und Weisen. Und mein Anliegen ist, dass ich so viele Menschen wie möglich so ansprechen kann, dass ihnen der Groschen fällt. Und ich hätte mir das einfach so für mich gewünscht, dass sich einer mir die Mühe gibt, jemand, der wirklich verstanden hat, wer ich bin, wie das Leben funktioniert, warum die Dinge so sind, wie sie sind, warum ich mir die Sachen kreiert habe, die ich nicht wollte, warum ich mir die Krankheiten, diese Trauer, diesen Schmerz, woher das alles kommt. Ich hätte mir so sehr gewünscht, dass es mir einer erklärt. Und ich habe diese Antworten gefunden, weil ich sie gesucht habe und weil ich sie am richtigen Ort gesucht habe. Nicht, weil mich irgendjemand dahin geführt hat, sondern weil Stück für Stück die Brotkrümel, die ich essen konnte, die ich aufnehmen konnte, mich irgendwann mal in dieses Konzept hineingeführt haben, mir den Schleier von den Augen gerissen haben, wo ich einfach alles erkannt habe, diese klare Wahrheit. Aber nicht, weil ich von Gott erleuchtet bin, sondern weil ich mir den Scheiß, der mich dunkel gemacht hat, der mir die Sicht versperrt hat, der mich vernebelt hat, weil ich mir genau diese Sachen eben abgerissen habe, weil ich erkannt habe, dass diese Dinge gar nicht zu mir gehören, weil ich erkannt habe, woher sie kamen, woher der Schmerz kam, woher das Beschränkte kam, woher das Leid kam, woher das Unglück kam. Als ich das alles verstanden habe, konnte ich es mir abreißen. Und als ich es mir abgerissen habe, konnte ich klar sehen. Und das ist dieser Prozess, der für jeden funktioniert. Da kommt keine plötzliche Erleuchtung. Da kommt nicht, ich wach morgens auf und Gott hat mich geküsst. Schön wär's. Weil diese Gedanken und Vorstellungen erst gewechselt werden müssen. Und das ist der Weg unseres Lebens. Und wir können uns den schön gestalten, wir können diese Divine Design Reise begehen und können wissen, dass sie unendlich ist. Und der Start für deine Divine Design Reise könnte das Divine Design Fest in Wien sein, nächstes Wochenende, Samstagmittag bis Sonntagmittag. Drumherum ein gigantisches Rahmenprogramm, weihnachtlich mit Weihnachtsmarkt. So viel Zeit, uns tief kennenzulernen, um miteinander Freude zu haben und gleichzeitig unsere Erkenntnis in uns so tief einsickern lassen, dass wir sie verkörpern. Und zwar nicht nur in Wien, sondern jeden Tag, jeden Moment. Und merken, dass alles so in Ordnung ist, was wir wollen, was wir leben, was wir erleben wollen. Und dass unsere Wünsche nicht da sind, um uns zu schmerzen oder um uns zu zeigen, Ella Ledge, für dich ist es nicht. Oder du bist nicht gut genug oder du musst besser werden und dann kannst du vielleicht mal ein kleines Stückchen von dem Kuchen abkriegen. All diese Denkmuster, die sind einfach nur verlogene Ansichten und diese Ansichten generieren energetische Outpushs, Verformungen. Energetische Formen, energetische Situationen, alles das, was du wahrnimmst, entsteht eben durch deine Ansichten, Gedanken, Rückschlüsse und Überzeugungen. Und von den wenigsten hast du überhaupt eine Ahnung, dass die in dir aktiv sind. Ja, das war mal die erste Einladung. Die zweite Einladung ist natürlich nach wie vor Mitglied zu werden in unserer Community. Wir sind Divine Design. Eine Community von 40 plus Menschen, es sind Männer nämlich auch dabei und zugelassen, die genau diese Reise für sich gehen, teilen, Support holen, von mir auch Support natürlich bekommen. Es sind regelmäßige Trainings drin. Nächste Woche gibt's wieder ein Hotseat-Coaching. Es ist unbezahlbar, wenn du einen Menschen hast, der bereit ist, sich vor dir, für dich, für sich coachen zu lassen, zu sehen, wo sind diese blinden Flecken, wo sind diese Überzeugungen, die noch manifestieren und so fort und so weiter. Ja, ihr Lieben, das ist meistens die zwei Sachen. Das Angebot für die Community für das ganze nächste Jahr sind 720 Euro.
Das ist ein monatlicher Beitrag von 60 Euro oder so. Mathe war noch nie meine Stärke. Leider Analyse aber doch. Normalerweise kostet die Mitgliedschaft 90 Euro pro Monat. Und es ist alles mal, das ist zehnfach so viel wert, was du da bekommst. Ein Raum für dich, ganz alleine, wo nur du im Mittelpunkt stehst. Wie kann das sein, wenn andere auch dabei sind? Das lernst du. Du lernst, dass du der Raum bist, und zwar der göttliche Raum, egal wo du auftrittst, egal mit welchem Anliegen, egal in welcher Situation, dass du der göttliche Raum bist, der Erfüllung. Und ja, schreib mir, wenn du den Link nicht findest, um dich anzumelden fürs Divine Design Fest. Das ganze Programm ist bei mir auf der Homepage. Du siehst jeden einzelnen Inhaltspunkt, du siehst die Adresse, wo es ist in Wien, du kannst dich organisieren. Es ist super, super easy, sich zu entscheiden und sich in Bewegung zu setzen. Und geh davon aus, dass wenn du es wagst, wenn du dich traust, dass du es niemals, niemals bereuen wirst. Ja, wir sehen uns. Schönen Sonntag wünsche ich dir noch und bis dann.